Hast du schon mal etwas von Wolfgang Holbein gelesen? Dem Typen, der gerne als der deutsche Stephen King bezeichnet wird? Ist Holbein wirklich so gut? Wie ich diese Frage subjektiv für mich beantworten würde, kläre ich in diesem Video. Viel Spaß. Ja, Leute, es fällt euch vielleicht hier im Hintergrund auf. Ich bin von zu Hause ausgezogen. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich so der neue Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es dabei bleiben wird. Schauen wir mal. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Video. Ich habe von Wolfgang Holbein zwei Bücher gelesen und man kann jetzt natürlich darüber streiten, ob das ausreicht, um sich eine fertige Meinung über einen Autor zu bilden. Ich bin der Meinung, in diesem Fall reicht es, weil ich einfach bei beiden Büchern die gleichen Dinge beobachtet habe. Und die möchte ich euch jetzt mal erzählen. Ich habe als erstes Intruder gelesen. Das ist das hier. Das habe ich letztes Jahr um die Zeit ungefähr geschenkt gekriegt mal und tatsächlich dann auch direkt gelesen. Also es ist schon fast ein Jahr her, deswegen kann ich es nicht mal ganz detailreich erzählen. Aber die Dinge, die ich jetzt erzähle, die habe ich auf jeden Fall noch ziemlich gut im Gedächtnis. Es geht da quasi um drei junge Männer aus Deutschland, die einen ihrer Jugendträume verwirklichen wollen, und zwar durch Amerika auf Harley-Davidsons rumzureisen und da einfach ein Abenteuer sozusagen zu erleben. Und genau das passiert dann leider eher im negativen Sinne. Sie begegnen dort einer alten indianischen Familie, die sie irgendwie zu verfolgen scheint. Es passieren sehr viele sehr merkwürdige Dinge. Es hat vielleicht irgendwas mit einem Fluch auf sich. So viel wird schon im Klappentext verraten. Irgendwelche Mythen der Anasazi, so heißen die, werden da aufgegriffen. Und das hört sich alles super mystisch an und super spannend, schon so ein bisschen ins Horrorgenre gehend. Das habe ich zumindest gedacht, als ich das Buch gesehen habe. Und dann habe ich angefangen zu lesen. Und ja, ich fand es richtig gut. Es hat mir gut gefallen. Der Schreibstil ist jetzt nicht unbedingt mega tiefgehend, aber er ist auf jeden Fall angenehm zu lesen. Es ist leicht zu lesen, so viel ist auf jeden Fall schon mal klar. Die Charaktere, da sage ich später was zu, aber auch von der Handlung, wie gesagt, die Mystik, die hat mir gut gefallen. Dieses Spannende, so ein bisschen der Horror, das hat mir richtig gut gefallen. Aber man muss dazu sagen, und jetzt kommt das große Problem, es ging ziemlich schnell einfach nicht mehr weiter. Es ist nicht so, dass dann nichts mehr passiert ist. Es sind immer wieder Dinge passiert. Aber die haben die Story nicht weitergetragen. Ich habe immer gedacht, Mensch, kann jetzt nicht mal der nächste Akt kommen. Ich habe gedacht, hey, die Situation habe ich mittlerweile verstanden. Ja, sie sind da auf ihrer Motorradfahrt durch Amerika. Es passieren merkwürdige Dinge, es passieren teilweise gruselige Dinge, mystische Dinge. Aber jetzt bitte nächster Akt. Und das ist einfach nicht passiert. Und dann denkt man sich immer erstmal, ja, man muss jetzt halt ein bisschen da durch, dann passiert irgendwie wieder was. Und es ist aber nichts weiter passiert. Und ich hatte irgendwann keine Kraft mehr, dann noch weiterzulesen. Da habe ich irgendwann gesagt, da ist mir meine Zeit wirklich zu schade für. Ich kam mir wirklich irgendwann so ein bisschen veräppelt vor. Und tatsächlich habe ich es dann auf Seite 424 von 680 abgebrochen. Und es gibt natürlich jetzt bestimmt wieder Stimmen, die sagen, wenn man schon so weit gekommen ist, dann kann man es doch nicht mehr abbrechen. Aber man muss bedenken, es sind dann immer noch 200 Seiten gewesen. Und 200 Seiten, wenn du einfach das Gefühl hast, dass du dich da absolut durchquälen musst und keine Perspektive mehr hast, wie es weitergeht, vielleicht geht es die ganze Zeit so weiter, dann sind 200 Seiten plötzlich unglaublich viel. Und ja, deswegen habe ich es abgesprochen. Die Charaktere. Zumindest einen habe ich noch sehr im Kopf, der hat mich unglaublich genervt. Und zwar auf genau die gleiche Weise, auf die jeder von Angsty Harry in Harry Potter und der Orden des Phönix genervt war. Dieser pubertierende Typ, der sich einfach von allem angegriffen gefühlt hat, der die ganze Zeit denkt, er wäre allein auf weiter Flur und sich nicht helfen lassen will und dann mit allen wegen Kleinigkeiten gefühlt in Streit kommt. Das war doch so das, was man von Harry ab Teil 5 gefühlt ha gesehen hat. Und das war eben mit dem einen Typen von hier auch so. Bloß, dass dieser Typ hier kein 15-Jähriger war, sondern ein Mitte-30-Jähriger oder sogar schon in den 40ern. Ich weiß es nicht mehr. Wo man sich denkt, Junge, jetzt beruhig dich doch mal. Dann habe ich als nächstes, jetzt erst vor kurzem, Wolfsherz gelesen. Das kam so, ich habe das bei mir um die Ecke neben der Arbeit in einem Bücherschrank stehen sehen. Das sind diese Schränke, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt, wo jeder einfach nach Belieben Bücher reinstellen und rausnehmen kann, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Das macht man halt dann, wenn man ein Buch loswerden will, was man halt nicht mehr verkaufen kann. Und dann freuen sich vielleicht andere drüber. Oder dementsprechend sehen die dann natürlich manchmal auch ein bisschen abgeranzt aus. Also das sind jetzt nicht meine Gebrauchsspuren. Aber mein Gott, das Buch wurde sogar in D-Mark noch bezahlt. Aber scheiß drauf, das Buch
verliert ja dadurch nicht an seiner Geschichte. Hoffe ich zumindest. hier ging es mir an vielen Stellen ähnlich wie bei Intruder. Ich muss das jetzt nicht mehr komplett auspacken. Ich sage einfach ein bisschen was nur zur Geschichte. Es hat mich total angesprochen, einfach von diesem Titel her, Wolfsherz, dann das Bild drauf, klang wieder so ein bisschen nach Fantasy, nach Horror, Mystik. Und das Gleiche wurde dann eben nochmal vom Klappentext auch bestätigt. Es stand nämlich sowas drauf wie: Irgendwo im Herzen Europas, in einem vom Krieg erschütterten Land, liegt ein geheimnisvolles Tal. Man nennt es das Wolfsherz. Es ist das Tor zu einer anderen, erschreckenden Wirklichkeit. Und die Wesen, die dort wohnen, sind keine Menschen. Ey, das klingt doch super mystisch. Das klingt nach Fantasy, nach Mystery, nach teilweise Horror. So wird es auch weiter noch beschrieben im weiteren Klappentext. Unten steht drauf: Eine überraschende Umkehrung des Werwolf-Themas, ein spannender Abenteuerroman, ein neues Meisterwerk von Wolfgang Holbein. Das hat mich einfach neugierig gemacht. Und ich muss sagen, bis ziemlich genau Seite 100 war es auch richtig spannend. Da waren die nämlich im Wolfsherz. Und da war es richtig gut. Es war Fantasy, es war spannend, es war in dieser Situation, wegen der ich mir dieses Buch eben mitgenommen habe. Und dann kam der krasseste Cut, den ich jemals in einem Buch erlebt habe. Plötzlich sind wir wieder in Deutschland, in irgendeiner großen Stadt. Ich weiß nicht mehr was, Frankfurt, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Es sind schon noch Dinge passiert, aber sie haben einfach die Story nicht mehr weitergetrieben. Irgendwann habe ich gedacht, ja, nächster Akt. Genau wie bei Intruder wieder. Und vor allem ging es einfach nicht mehr um dieses Mystery. Ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass es Mystery war. Es war nicht mehr Fantasy, es war nicht mehr dieser Horror, nicht mehr dieses Ungewisse. Es war einfach ein Verfolgungswahn in Deutschland, was komplett realistisch war. Es war einfach langweilig und das, obwohl schon Dinge passiert sind. Aber das hat mich einfach nicht mehr gereizt, weiterzulesen. Und auch hier habe ich das Buch wieder abgebrochen. Auf Seite 380, glaube ich, diesmal ungefähr von wieder 600 irgendwas. Wo ich einfach das Gefühl hatte, ja, mag sein, dass noch was passieren würde, aber ich habe keinen Bock, noch so lange mich durchzuquälen. Und da kann das Ende von dem Buch so genial sein wie noch was, aber das rechtfertigt nicht, sich da 100, 200, 300 Seiten lang für durchquälen zu müssen durch dieses Buch, die einfach gar nichts damit zu tun haben, warum ich mir dieses Buch gekauft habe. Ich habe mir dieses Buch gekauft, ähnlich wie bei Intruder, einfach weil es klang, als wäre es mystisch. Als wäre es Fantasy, als wäre es Horror. Und wenn das dann in der Mitte des Buchs, 300 Seiten lang, den Großteil des Buchs nicht ist, dann fühle ich mich einfach verarscht. Und ich finde das tatsächlich jetzt ziemlich schade, dass ich bei zwei Büchern diese gleiche Erfahrung gemacht habe. By the way, der Hauptcharakter in Wolfsherz war wieder genau so wie bei Intruder. Wieder dieses Teenie-hafte einfach. Es ist einfach super schade tatsächlich, dass ich jetzt nach diesen zwei Büchern sehr enttäuscht von Wolfgang Holbein bin. Denn ich war bis jetzt bei allen Büchern, die ich so gesehen habe von ihm, ja, war ich direkt gepackt. Ich habe mir immer gedacht, wow, das klingt mystisch, das klingt super, das will ich lesen. Die Themen klingen immer richtig gut. Aber wenn die Ausführung dann jedes Mal so ist wie in diesen zwei Büchern, habe ich da keinen Bock drauf. Und deswegen werde ich jetzt vorerst nichts mehr von ihm lesen, obwohl ich die Enden nicht gelesen habe von beiden Büchern. Wenn ihr jetzt da sitzt und euch denkt, ja, okay, du hast jetzt aber auch echt die beiden schlechtesten Bücher von ihm gelesen. Versuch's doch nochmal mit so und so. Dann werde ich das natürlich nochmal versuchen. Aber sonst fürs Erste bin ich mit Wolfgang Holbein, glaube ich, durch. Was, wie gesagt, sehr schade ist, weil die Themen gefallen mir ja. Ich glaube, dass das, was mir jetzt eben negativ aufgefallen ist, bei ihm auch sehr viel mit seinem Schreibstil so ein bisschen zu tun hat. Denn ich weiß nicht, ob ihr es wisst, Wolfgang Holbein hat ja unglaublich viele Bücher geschrieben. Wenn ihr denkt, Stephen King hätte viele Bücher geschrieben, Stephen King hat ja, glaube ich, um die 70 Bücher geschrieben, was echt eine Hausnummer ist. Aber Wolfgang Holbein hat einfach sage und schreibe 200 Bücher geschrieben, wo man sich schon mittlerweile anfängt zu fragen, wie ist das überhaupt möglich? Da braucht man doch mindestens zwei Menschenleben. Das kann doch gar nicht sein. Und ich finde, dass das so ein bisschen auch durchkommt bei seinem Schreibstil. Es wirkt schon so ein bisschen so, als wäre es einfach runtergeschrieben. Als würde er sich nicht allzu sehr damit beschäftigen, weil wie auch, wenn er 200 Bücher in seinem Leben schon geschrieben hat, dann muss er ja im Jahr 4 oder 5 Bücher rausbringen. Das ist ja unglaublich, das ist ja unvorstellbar. 3 Monate für ein Buch nur und so dann noch so ein Schinken teilweise. Also der Schreibstil von Wolfgang Holbein ist meistens sehr einfach. Man kann ihn einfach lesen, man kann ihn leicht lesen, man kann ihn schnell lesen, aber er ist nicht so tiefgehend, nicht so tiefgründig. Man kann sich nicht irgendeinen Satz rauspicken und
darüber brüten erstmal, wie man das bei Stephen King kann. Stephen King schreibt viel bildhafter, tiefgehender, eindrucksvoller, fantasievoller. Da fallen mir noch ein paar Adjektive ein, aber das alles entgeht mir so ein bisschen bei Wolfgang Holbein. Wolfgang Holbein ist von den Themen her vielleicht ähnlich zu Stephen King, vom Genre her vielleicht ein bisschen, aber der Schreibstil ist vielleicht Stephen King in low. Das hört sich jetzt vielleicht total böse an. Und wenn jetzt von euch jemand denkt, er mag Wolfgang Holbein total gerne und liest es gerne, dann kann ich das voll nachvollziehen. Wie gesagt, das war alles nur meine subjektive Meinung. So habe ich das alles wahrgenommen. Wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ihr könnt wirklich meine Meinung da ändern, in dem Sinn, dass ihr jetzt sagt, diese zwei Bücher, die ich gelesen habe, waren wirklich die schlechtesten oder so. Und da könnt ihr es nachvollziehen, was ich gesagt habe. Aber andere Bücher wären besser. Dann schreibt mir das bitte gerne. Dann schaue ich mir das gerne nochmal an. Aber so war es das jetzt erstmal. Das war es mit meiner Meinung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.